Hallo zusammen, heute im Motorsport ABC von On The Grid erklärt euch Jens Klingmann, was Grip ist. Viel Spaß dabei! Ja, Grip ist natürlich ein großer Begriff. Grip ist das, was man natürlich, jeder Fahrer will so viel Grip haben wie möglich. Das ist natürlich, beschreibt die Bodenhaftung zwischen dem Reifen und eben der Strecke dementsprechend. Und je höher das Grip-Level ist, natürlich auch abhängig von Strecke zu Strecke und von Asphalt zu Asphalt, desto schneller kann man natürlich durch die Kurve fahren, desto später kann man bremsen. Im Regen ist zum Beispiel dementsprechend das Grip-Level natürlich extrem tief. Und auch weichere Reifen bieten zum Beispiel ein höheres Grip-Level als härtere Reifen, als härtere Mischungen. Und grundsätzlich gilt natürlich auch immer bei einem Setup eben, der Reifen ist das Wichtigste am ganzen Auto und das ist eben das einzigste Teil, das das Fahrzeug mit der Strecke verbindet und der Reifen bietet eben und generiert eben den Grip. Und das Ziel für uns als Fahrer oder auch das der Ingenieure ist immer, möglichst viel eben Grip zu generieren, um möglichst schnell fahren zu können. Wie fühlt sich denn Grip oder wenig Grip unterm Hintern an? Zum Beispiel, wenn zum Beispiel weniger Grip auf der Hinterachse ist, dann hat man zum Beispiel weniger Traktion, dann drehen zum Beispiel die Räder durch, beim Beschleunigen beispielsweise. Oder auch bei der Anfangsphase weniger Grip, dann hat man, wenn man ABS, wenn man das Glück hat, ein Auto mit ABS fahren zu dürfen, dann hat man eben viel ABS-Regelungen. Wenn man keins hat, dann bleiben direkt die Räder stehen. Und dementsprechend ist natürlich auch immer die Rundenzeit langsamer. Welche Bedingungen bedingen denn mehr oder weniger Grip? Du hast vorhin den Regen schon... Zum Beispiel, ja, natürlich eine nasse Fahrbahn oder eine feuchte Fahrbahn, aber es hängt auch oftmals mit der Temperatur, Außentemperatur zusammen. Zum Beispiel, wenn es extrem warm draußen ist und der Asphalt zum Beispiel 40, 50 Grad hat, was schon öfters mal vorkommt, dann wird zum Beispiel der Reifen gegebenenfalls zu warm und dann fängt es an zu schmieren. Kann man sich vorstellen wie so ein, ja, wie so ein Kaugummi, der dann eben zu weich ist und der bleibt dann nirgendwo mehr haften und wird dann eben ein bisschen, ja, spongy, aber wie man sagt, eben so ein bisschen schwammig. Und wenn es etwas kälter ist zum Beispiel oder wenn es zu kalt ist, dann kommt der Reifen erst gar nicht ans Arbeiten, dann hat man auch eben, wie gesagt, weniger Grip, weil dann ist der Reifen nur noch auf der Oberfläche und rutscht auch nur noch rum und dementsprechend ist es gar nicht so einfach und da ist es auch eben mit dem Setup immer eine große Herausforderung, eben das Maximale aus dem Reifen rauszuholen und deshalb möglichst viel Grip im Auto zu generieren, damit man eben die bestmögliche Traktion hat, die bestmögliche Verzögerung und eben die bestmögliche Kurvengeschwindigkeit. Danke dir! Ja.